Bischof Dr. Georg Betzing wurde am 13. April 1961 in Kirchen bei Siegen geboren und wuchs in Niederfischbach auf. Er wurde durch und durch katholisch erzogen, war Messdiener, sang im Kirchenchor und betätigte sich als Organist. Nach seinem Abitur 1980 in Betzdorf trat er in das Priesterseminar Trier ein, studierte Philosophie und Theologie in Trier und Freiburg und wurde 1987 zum Priester geweiht. Er war einige Jahre Kaplan in Koblenz, bevor er ab 1990 einige Ämter im Bistum Trier innehatte. Unter anderem war er Leiter des Priesterseminars und als Regens für die Priesterausbildung verantwortlich. 2005 wurde er von Papst Benedikt zum Monsignore ernannt und ab dem 1. November 2012 war er Generalvikar des Bistums Trier. Am 1. Juli 2016 wurde er von Papst Franziskus zum 13. Bischof von Limburg ernannt, zu welchem er am 18. September in Hohem Dom geweiht wurde. Seit dem 3. März 2020 ist er Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Willkommen zu unserer kleinen Vorstellung von Bischof Georg Betzing, bei dem wir heute sein dürfen. Wir machen jetzt eine Schnellfragerunde mit schnellen, kurzen Fragen, die hoffentlich spannende Antworten ergeben. Wie geht es Ihnen? Gut. Welches Buch lesen Sie gerade? Navid Kermani, Morgen ist da. Haben Sie ein Lieblingsbuch außer der Bibel? Ganz viele. Romane lese ich sehr gern. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Grün. Was ist Ihr Lieblingsessen? Alles Italienische und gute Hausmacherkost. Ist Ihnen schon einmal etwas Peinliches während einer Messe passiert? Ja, mir hat das Handy in der Brusttasche geklingelt. Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Waren Sie gut in der Schule? Schule hat mir Spaß gemacht, ja, doch. Was war Ihr Lieblingsfach? Ich hatte drei Lieblingsfächer, Mathematik, Latein, Chemie. Rallye gehörte nicht dazu. Ehrlich nicht? Was ist Ihr Lieblingsurlaubsort? Ja, ich fahre auch ganz gern nach Italien. Also Südtirol ist wunderschön. Wen würden Sie gerne einmal treffen? Also bis vor wenigen Wochen hätte ich gesagt, den Papst, Papst Franziskus. Und jetzt habe ich ihn wirklich mal getroffen. Also das ist schon toll. Wie war das? Ja, sehr beeindruckend, sehr nah, sehr menschlich, sehr wertschätzend. Also es ist ein wunderbarer Mensch. Welchen Politiker würden Sie gerne einmal Ihre Meinung sagen? Trump regt einen wirklich oft dazu an, ihm die Meinung sagen zu wollen, ja. Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ja, wenn das für Sie spannend war, dann würden wir uns freuen, wenn Sie das nächste Mal, nächste Woche bei der richtigen Folge mit Gott auf der Couch einschalten würden. Ansonsten eine gute Woche.